Don't get left behind on the road. Hallo, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Zuschauerfragen Teil 11. Dann fangen wir mal an. Welche SpongeBob-Folge hast du am meisten? Ich hasse überhaupt keine SpongeBob-Folge. Wie komme ich denn dazu? Es gibt welche, die ich mehr mag und weniger mag, aber hassen tue ich keine. Das tut mir leid. Wie kam Santiago auf seinen Hut? Weshalb trägt er ihn? Ja, weshalb trage ich ihn? Das ist gut. Warum trägt man überhaupt einen Hut? Ja, das ist so meine Allwettermütze. Das hat sich irgendwann mal so eingeprägt. Ja, das war ohne Plan oder was. Irgendwann, wo ich einen langen Tag hatte mit Studioterminen und so und wollte morgens im Bad nicht so lange rumfummeln, habe einfach gedacht, setz die Mütze auf. Egal, ob Sonne kommt oder Regen oder so, bin ich immer gut bedeckt. Und ja, da bin ich irgendwann dabei geblieben. Aber es hatte, wie gesagt, keinen besonderen Vorsatz. Wie viel verdient man als Synchronsprecher im Monat oder in der Stunde? Das kann man nicht sagen, weil das ist völlig unterschiedlich. Aber wenn man gut zu tun hat, kann man sehr gut davon leben. Wollten Sie die Rolle von SpongeBob eigentlich sprechen oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Ich wusste zwar am Anfang nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich habe, glaube ich, nach dem Probesprechen, nach dem Casting gedacht, ich habe einen Käse gesprochen. Bis ich mir dann überlegt habe, Käse unter Wasser, aber die Ananas ist auch unter Wasser. Also ich war mir da nicht ganz sicher, habe dann aber ganz schnell gemerkt bei den Aufnahmen für die erste Staffel, für die ersten Folgen, dass das sehr, sehr viel Spaß macht. Was ist Ihr Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ich bin ein großer Fan von Bratkartoffeln und da mag ich sehr gern, wir Berliner sagen dazu, Buletten hier, Fleischpflanzerln oder wie kann man noch sagen, ja, Fleischpflanzerl, Buletten hier, Hacksteaks, mag ich sehr gern. Und ansonsten auch viele, viele deutsche Gerichte mit Kartoffeln und Soße, ganz viel Soße. Ich bin großer Soßenfan. Schon mal Krabbenburger gegessen? Ja, habe ich gemacht. Wir haben hier in Berlin ein, was ist das, glaube ich, ein Vietnamesen Restaurant. Und die haben verschiedene Burger und unter anderem einen Krabbenburger. Jawohl, das ist ganz in der Nähe vom S-Bahnhof Ostbahnhof. Ja. Magst du Döner oder Börek? Auch, ja, wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Welche Figur hättest du gerne mal gespielt? Ach, das ist mal so eine Frage nach einer Traumrolle. Die gibt es aber eigentlich nicht. Ich habe alle meine Figuren, die ich gespielt oder gesprochen habe, immer gern gesprochen oder gespielt. Aber ich habe nie irgendwie so eine Wunschrolle oder Wunschfigur gehabt. Gott sei Dank. Lieber Santiago, waren Sie traurig, als die Synchronstimme von Patrick Starr geändert wurde? Na, ich fand das schon schade, weil der natürlich ganz kongenial draufpasste auf die Figur. Aber manchmal gibt es äußere Umstände, die eine Veränderung nötig machen. Und das war wohl offensichtlich seitens der Produktion der Fall. Und dann muss man das auch so akzeptieren. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich mit meinem jetzigen Kollegen sehr gut auskomme und auch finde, dass der einen sehr guten Job macht und dass der auch sehr gut passt. Meine Frage wäre, ob er vom Kika angefragt wurde und extra für einen kleinen Ausschnitt in den neuen Bernd das Brot-Format eingesprochen hat oder ob er davon überhaupt nichts weiß. Doch, das habe ich über eine dritte Person, über einen Kollegen gerne gemacht. Warst du, also ich weiß davon. Warst du gut in der Schule? Mittelmäßig. Ich war nie der Streber, wollte auch nie immer der Beste sein, aber ich wollte immer gut weiterkommen. Also irgendwie sitzen bleiben oder so war für mich keine Option, aber ich habe, wie man so schön sagt, immer gerade so viel gemacht, wie nötig war, um weiterzukommen. Ja, also mit den Schulnoten ging es mir nicht um eine 1 oder 2. Wenn ich irgendwie eine 3 oder 4 hatte und wusste, so ausreichend, kommst du weiter. Boah. Ja. Was war dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach? Ich war in Deutsch immer recht gut und hier in allen künstlerischen Bereichen, also Musik, Chor singen, solche Sachen. Und habe dann ja auch nach der Grundschule eine Mittelstufe, eine Realschule besucht. Das war damals eine der ersten musischen Zweige. Es gab ja immer den sprachenwissenschaftlichen Zweig und den mathematischen. Also mit der zweiten Fremdsprache, Französisch, oder eben mit dem zusätzlichen Mathematikkurs. Und ich habe mich dann für den
musischen Zweig entschieden und habe dann eben Zeichnen, Musik und das alles als Zusatzfächer gehabt. Wird es 2021 überhaupt noch ein Fantreffen geben? Na, ich hoffe doch sehr. Und wenn nicht, müssen wir es aufschieben ins nächste Jahr. Aber wir arbeiten dran und ich hoffe, dass wir auch erfolgreich sind. Drückt mal ganz doll die Daumen. Für das nächste Jahr ist geplant die Schweiz und Köln. Mhm. Und vermutlich wieder Autogrammstunden im Moviepark. Aber dazu irgendwann mehr. Ja, da sind wir noch in der Bearbeitung. Das ist noch nicht konkret. Und so wie wir da was Festes haben mit Daten und Uhrzeiten und so, geben wir das natürlich bekannt. Waren Sie schon mal in der Türkei? Und wenn ja, was haben Sie dort unternommen? Ich war noch nicht in der Türkei, hat sich noch nicht ergeben. Kennst du den lieben Herrn Gerald Schale? Er ist nämlich auch so ein Synchronsprecher-Legende wie du. Ja, ein sehr geschätzter und sehr lieber Kollege. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Wir haben auch ganz oft bei Probesprechen, wie man so schön sagt, gegeneinander gesprochen. Ja, also auf dieselbe Rolle Probe gesprochen. Haben Sie mal die englische Synchronstimme von SpongeBob getroffen? Falls nicht, würden Sie es mal gerne? Das würde ich schon sehr gerne, weil den finde ich schon toll. Ich habe viele Aufnahmen von ihm gesehen. Tom Kenny heißt er, glaube ich. Und das ist irre, was der alles macht mit seiner Stimme. Der macht ja nicht nur SpongeBob. Und das wäre schon interessant, den auch mal persönlich kennenzulernen. Wann kommt das nächste SpongeBob-Album? Ich denke mal, dass das immer so zum Frühjahr rauskommt, um die Osterzeit. Und wir sind schon dabei, wieder für ein neues Album aufzunehmen. Also im Jahr 2022, so im Frühjahr zur Osterzeit, denke ich, wird das neue Album dann kommen. Danke, Santiago. Sehr gerne. Tschüss.